Siemens KNX Basiskurs Kapitel 3 Busgeräte. Wir befassen uns nun mit dem prinzipiellen Aufbau und der Funktion der KNX Busgeräte. Busteilnehmer, gebräuchliche Abkürzungen. Die folgenden Abkürzungen werden oft in Zusammenhang mit den Busgeräten gebraucht. Auf den folgenden Seiten werden Sie deren Bedeutung schrittweise kennenlernen. AST Anwenderschnittstelle, standardisierte Verbindungsschnittstelle zwischen Busankoppler und Anwendungsmodul. BTI, Bus Transceiver Interface, abgewandelte AST, die von der Firma Siemens für ihre neuen Busankoppler und Bedienoberflächen entwickelt wurde. BA, Busankoppler, selbsterklärend. AM, Anwendungsmodul, das funktionsbestimmte Geräteteil, das man auf einen Busankoppler steckt. BE, Busendgerät, dasselbe wie AM. UEM, Übertragermodul, elektronische Schaltung in einem Busankoppler, die für die Übertragung der Bustelegramme vom Medium zum Buscontroller und umgekehrt zuständig ist. SR, Schieberegister. In einigen seriell gekoppelten Anwendermodulen werden Schieberegister für die Datenübertragung zwischen Busankoppler und Anwendermodul verwendet. DAC, Digital-Analog-Konverter. Wenn man einen Dimmer mit Analogeingang ansteuern möchte, benötigt man einen Digital-Analog-Konverter. So funktioniert die Kommunikation. Der Befehlsgeber, hier ein Taster einfach, auch Sender oder Tastsensor genannt, sendet bei Betätigung eine Nachricht auf den Bus, zum Beispiel Licht einschalten. Der entsprechende Aktor empfängt diese Nachricht, wertet sie aus und führt den darin enthaltenen Befehl aus. Er schaltet sein Relais und damit die Lampe ein. Aufgrund der Flexibilität der Anwendungssoftware im Taster kann dieser für sehr viele verschiedene Funktionen konfiguriert werden, so dass es immer dieselbe Hardware ist, die die unterschiedlichsten Aktoren ansteuert, wie hier am Beispiel der Jalousie gezeigt wird. Hier lernen wir auch zwei neue Begriffe kennen, die Gruppenadresse und das Kommunikationsobjekt. Das Bild zeigt ein analoges Beispiel aus der klassischen Installationstechnik. Verbraucher- und Bediengeräte werden meist über Klemmstellen miteinander verbunden. In der Klemmdose kommt der Schaltdraht vom Schalter an und wird auf den Lampendraht der Lampe durchgeklemmt. In der KNX-Welt könnte man die Klemmdose als Gruppenadresse bezeichnen und die beiden Verbindungsdrähte als Kommunikationsobjekte. Alle Sensoren und Aktoren, die auf dieselbe Gruppenadresse verbunden sind, sind quasi virtuell parallel geschaltet. Man könnte die Informationsübertragung auch mit einem amerikanischen Briefkastensystem vergleichen. Der Absender, Sensor, legt eine neue Nachricht in sein Ausgangspostfach, eben das Kommunikationsobjekt. Wie beim amerikanischen Briefkasten stellt er die Sendeflagge hoch. Das Betriebssystem des dazugehörigen Busankopplers erkennt das und erzeugt ein Datentelegramm, das es dann auf den Bus schickt. Weil das Ziel nicht ein bestimmtes Gerät ist, sondern eine Gruppe von Geräten, daher der Name Gruppenadresse, empfangen zunächst alle Geräte das Telegramm, vergleichen aber dann die Gruppenadresse mit ihren eigenen Gruppenadressen. Wenn eine Übereinstimmung erkannt wird, wird die empfangene Information in das Zielkommunikationsobjekt gelegt und die Empfangsflagge hochgestellt. Nun kann das Anwendungsmodul bzw. Anwendungsprogramm die Information abholen und verarbeiten. Ein weiterer Vergleich, der das Verständnis erleichtern soll. Sie sitzen schon eine Weile im Gasthaus und haben Ihr Glas leer getrunken. Der Wirt, der sein Handwerk versteht, kommt vorbei und ruft: Wer möchte noch etwas trinken? Bei wem ist das Glas leer? Bitte analysieren Sie selbst. Wer ist hier Sensor? Wer Aktor? Was ist die Gruppenadresse?
Und was könnte man als Kommunikationsobjekt bezeichnen? Hier die Auflösung des kleinen Rätsels. Haben Sie die Begriffe in dieser Alltagssituation wiedergefunden? Sensor, Wirt. Aktoren, Gäste. Gruppenadresse, leeres Glas plus Durst. Kommunikationsobjekte, die Gehirne der Beteiligten. Dort werden Informationen gesendet, empfangen und verarbeitet. Bei Busgeräten, die kommunizieren, sprechen wir von Teilnehmern. Sie bestehen prinzipiell aus den Teilen Anwendungsmodul und Busankoppler. Oft werden aber die Bestandteile bereits vom Hersteller fest zusammengebaut, sodass es keine offen zugängliche Ast mehr gibt. Intern ist sie jedoch immer auf irgendeine Weise vorhanden. Busankoppler, Bauformen. Wo überall finden Sie Busankoppler? Und woran erkennt man sie? Bei diesem Unterputzbusankoppler sieht man die Ast und wenn man genauer hinschaut, auch eine Programmier-LED und eine Programmiertaste. Auch den Reiheneinbau-Busankoppler erkennt man. Auch er hat eine offene Ast, eine Programmier-LED und eine Programmiertaste. Bei diesen beiden Busankopplern handelt es sich um den universellen klassischen Typ, den früher alle KNX-Hersteller vertrieben haben. Auf diesen Busankoppler hätte man prinzipiell auch Anwendungsmodule eines anderen Herstellers aufstecken können. Dies wurde jedoch von den Herstellern aus naheliegenden Gründen abgelehnt. Es ging schlicht um die Frage der Gewährleistung im Falle einer Fehlfunktion. Deshalb verschwinden diese Busankoppler auch allmählich vom Markt. Bei den beiden anderen Geräten können Sie den Busankoppler als solches nicht mehr erkennen. Mit der vorstehenden Argumentation ist das ja auch nicht mehr notwendig. Sowohl das Einbaugerät als auch die Tasterschnittstelle sind komplette Busgeräte bzw. Teilnehmer. Aber auch an ihnen findet man jeweils eine Programmier-LED und eine Programmiertaste. Wir, die Firma Siemens, haben wegen der Nachteile, den die klassischen Busankoppler mit sich bringen, siehe dazu die technischen Daten weiter hinten, einen neuen Busankopplertyp entwickelt, den sogenannten Busankoppler BTM. BTM bedeutet Bus-Transceiver-Modul. Er sieht von Weitem zunächst genauso aus wie ein klassischer BA. Bei näherer Betrachtung jedoch stellen Sie schnell fest, es fehlen wesentliche Bestandteile eines klassischen Busankopplers. Das BTM hat nämlich weder Programmiertaste noch Programmier-LED. Und diese Elemente benötigt es auch nicht, denn in diesem Busankoppler wird lediglich die Datenumformung zwischen Busleitung und Anwendungscontroller gemacht. Daher auch die Bezeichnung Transceiver, ein Kunstwort aus Transmitter, Sender und Receiver, Empfänger. Es kann also auch keine Begrenzung der Gerätefunktionen durch einen zu kleinen Speicher im Busankoppler mehr geben. Dieser BTM-Busankoppler kann daher universell für alle neuen Bedienoberflächen der Firma Siemens mit der Zusatzbezeichnung BTM eingesetzt werden. Das sind zum Beispiel die Taster E-System, die im Gamma Training Kit eingebaut sind. Sie haben jeweils einen eigenen Controller eingebaut, dessen Speichergröße sich an der Anwendungshardware orientiert.